Willkommen, Freunde, zurück bei Assassin's Creed, die Zeichen Ragnaröks. So. Wir sprechen ja immer mit dem Schmied hier. Schon wieder da? Ich könnte schwören, ich hätte dich gerade erst gesehen. Sagt man bei euch nicht, dass der Klang von Hammer auf Amboss die Zeit schneller vergehen lässt? Wer das sagt, hat in seinem Leben noch keinen Hammer in der Hand gehabt. Womit kann ich dienen? Wie kommt's, dass du hier bist? Flohst du hierher, als der Einmarsch begann? Ich? Nein, ich war schon hier, in Studien vertieft. Dann kamen die Flüchtlinge. Was gibt es denn hier zu studieren? Vermiculit, Porphyr, Serpentin, gebänderter Gneis, Brekzie, Obsidian, Quarz, Gold! Die Erde steckt voller Schönheit, mein Freund! Hier, an diesem geheimen Ort, haben wir alles zu den 1000 Facetten Ymirs gesammelt, der Ursprung aller Schöpfung ist. Einst träumte ich von unglaublichen Möglichkeiten, von Rüstungen aus Stoffen, mit denen nie zuvor gearbeitet wurde. Aber dieser Traum ist so tot, wie viele andere auch. So ist das Schicksal. Ja. Oh. Kraftverbesserung. Grundlagen. Hier findest du Hilfe. Hier findest du Einzelheiten über eine bestimmte Kraft, die du mindestens einmal erlangt hast. Verbesserungen. Hier erfährst du Einzelheiten über die Verbesserung, die du für die jeweilige Kraft erwerben kannst. Kräfte verbessern. Bringe Quarz und Überreste zu einem Schmied in eine Zuflucht, um den Hugatjov aufzurüsten und deine Kräfte zu verbessern. War bestimmt wieder falsch ausgesprochen, aber egal. Oh, guck mal, wir brauchen 10. Das haben wir. Unentdeckte Kraft, die haben wir gar nicht entdeckt. Das heißt, hier können wir auch dann erstmal nichts machen. Gut. Was hast du denn? Oh. Ah, yo, stimmt. Es gibt ja jetzt legendäre Rüstungen. Fenris Biss. Sieht ein bisschen aus wie den Schild, den wir haben, oder? Hallo. Ach so, was haben wir denn? Fernkampfschaden wird nach Aktivierung von bester Freund des Menschen erhöht. Okay, das ist das, wenn wir einen Hund hinschicken. Ich glaube, die habe ich ja sogar ausgerüstet. Fähigkeitenschaden wird durch Ausrüsten erhöht. Was kostet uns der Spaß denn? Ach, brauche ich hier sowas für? Gibt es hier... Also das Ausrüstung für... Ah, Moment, das ist Verbessern. Das heißt, ich könnte meine... Ah ja, okay. Das heißt, ich könnte die Ausrüstung, die ich hier habe... Ach du Scheiße, das heißt, ich könnte die auf göttlich verbessern. Aber das heißt ja dann auch, dass das, was ich habe, das ist schon göttlich? Wieso das denn? Wenn das ist... Hä? Kann mir das einer irgendwie erklären, wieso ich das hier schon im Göttlichen habe? Ich hab hier noch mehr... Oder wurden hier Sachen hochgestuft? Vorher schon. Das heißt, wenn wir das beides jetzt auch noch auf... Gut, kann ich nicht. Da unten sind die Kosten. Okay, ich kann aktuell... Ja, geht nicht, gut. Ich habe keine... Abwärme ändern. Nö. Kann ich sonst noch etwas tun? Nee, dann kannst du tatsächlich gerade nichts. Aber das war Verbesserung. Dann Ware ansehen. Aber... Ah nee, da war ich ja gerade. Kann ich sonst noch etwas tun? Nein, Entschuldigung. Bis zum nächsten Mal. Du kannst gerade nichts für uns tun. Kann ich mich zurück in meine Lieblingsschenke in Ulda versetzen? Süßer Mist, herbes Ende. Soll ich werf mal ganz kurz einen Blick auf die Karte. Gut, ich glaube, es ist sinnvoll, wenn wir erst hier ein bisschen von der Story machen. Bevor wir uns hier
auf eigene Faust umgucken. Ich glaube, dann treffen wir uns erstmal mit ihm. Hallo. Weißt du, du bist nicht der erste Fremde, der hierher kommt. Vor einiger Zeit sahen unsere Späher eine Jötun namens Hyrokin herumschleichen. Hyrokin? Zweifellos flieht sie vor dem Zorn Zuttungs und Gunlöts. Ihren Namen habe ich an diesem Ort nicht erwartet. Ihre Anwesenheit könnte ein böses Omen sein. Oder auch überhaupt nichts bedeuten. In Asgard scheinen vage Aussagen an der Tagesordnung zu sein, was? Komm mit, reden wir Klartext. Eine Sache verwundert mich. Ihr kauert hier in diesen Löchern wie Kaninchen. Warum wehrt ihr euch nicht? Am Anfang kämpften wir. Hart. Aber sie erschlugen unsere Anführer und zerstreuten uns. Nachdem sie uns getrennt hatten, waren wir erledigt. Dann schließt euch wieder zusammen. Erhebt eure Äxte, werdet sie los! Ach, so einfach ist das. Hör mal, wir wissen nicht einmal, wo die anderen sind. Die Zufluchtsorte waren so geplant, dass wenn einer von uns erwischt wird, er nicht alle verraten kann. Aber ich wette, du könntest sie finden. Mein Ziel ist Surt und die Rettung meines Sohnes. Dass Surt nicht getötet werden kann, hast du mitbekommen. Ich sehe da ein Problem. Ich werde einen Weg finden. Andernfalls nehme ich ihm das, was er am meisten schätzt, und tausche es gegen Balders Freiheit ein. Auf jeden Fall brauchst du unsere Hilfe. Du kennst dich hier nicht aus. Ich verstehe das schon. Das ist nicht dein Krieg. Du willst nur deinen Sohn zurück. Aber mit diesen Feuerriesen vor unserer Haustür ist nicht zu spaßen. Wenn sie uns finden, sind wir tot. Allerdings lieben sie es, sich gegenseitig zu bekämpfen. Das Einzige, was sie davon abhält, ist ihre Angst vor Surt. Schalte ihren Anführer aus und sie werden sich gegenseitig zerfleischen und wahrscheinlich zurück nach Muspelheim fliehen. Dann wird Svartalfheim endlich wieder den Zwergen gehören. Zwerge, die demjenigen, der sie ihnen zurückgegeben hat, sehr, sehr dankbar sein werden. Es gibt noch mehr Geschenke da, wo dieser Armschutz herkommt. Ich verspreche euch nichts, aber ich werde eure Zufluchtsorte aufsuchen. Vielleicht finde ich dort eine Möglichkeit, Balder zu retten. Das reicht mir fürs Erste. Wow. Down auf Ragnarök. Ja, die Zeichen Ragnaröks. Was für ein geiler Ausblick. Willkommen in Svartalfheim, Harvey. Ab jetzt bist du auf dich allein gestellt. Okay. Ab jetzt sind wir auf uns allein gestellt. Ach, schaut mal, hier ist Fähigkeiten. Ich habe 2 Punkte. Wunderbar. Level aufgestiegen. Und ich hatte ja gesagt, ich mache zuerst das hier unten. So. Angriff betäuben könnt. Jawohl. Also gehen wir hier weiter. Bärenkampf. Was haben wir hier? Die Kampfrolle. Du erleidest keinen Schaden, während du eine Rolle ausführst. Das ist doch auch nicht schlecht. 479. Bisschen übertrieben, oder? Wunderbar. Da läuft der Zwerg. So. Finde alle weiteren Zufluchtsorte. Alle Zufluchtsorte sollen wir finden. In Ordnung. Ich würde mal sagen, wir gucken mal, das war hier. Oh, die sind aber nah beieinander. Das war die hier die Aussichtspunkte und vielleicht, dass wir direkt mal diesen Ort hier plündern. Wir brauchen ja... Ach du Scheiße, gibt es ja viele Reichtümer. Und Artefakte, um Himmels Willen. Das wird ja wieder eine interessante Sache, hier alles zu vervollständigen. Egal. Ich glaube, wir machen erstmal direkt den Raubzug, dass wir Materialien kriegen. Das war... Zufluchtsorte auf der Karte. Du kannst die ungefähre Lage einer Zuflucht auf der Weltkarte ablesen. Ach, echt? Hier ist eine, okay. Hier oben wahrscheinlich auch irgendwo. Ja.
Achso, hier haben wir angefangen. Okay. Hier haben wir eine Zuflucht. Naja, okay. In Ordnung. Gut, ich würde sagen, dann marschieren wir einfach erstmal hier rüber. Und schauen mal. In der Nähe von Zufluchten sind größere Scharen von Vögeln zu finden. Naja. Kann ich runterspringen, oder bin ich dann tot? Ich kann hier runterspringen. Uhuhu. Ja. Oh, Papai. Okay, Köcher ist voll. Die Rahmen sind... So, ja. Rabenkraft. Huch. Wähle einen Platz für diese Kraft. Okay, was ist das denn jetzt? Neue Kraft. Öffnen. Was ist die Rabe? Was ist das denn? Och. Kräfte des Raben. Verwandle dich in einen Raben, steige empor und erreiche neue Höhen. Du kannst auf jedem flachen, festen Untergrund landen. Haltest du dann E gedrückt, wenn das angezeigt wird, und löse mit Q die automatische Landung aus. Dauert 30 Sekunden oder bis du landest. Aha, und das ist aber... Okay, dann können wir Luftattentat machen und das verlängern. Wir können... Rabenkräfte. Es feuert! Ah. Du besitzt diese Kraft bereits. Überreste. Du hast Überreste erhalten. Sammle weitere, um den... Ach so, ja. Ja, okay, okay, okay. Gut. Ah, hier haben wir ja netterweise gerade schon ein paar Blümchen. Ist voll. In Ordnung. Das probieren wir gleich mal aus, das mit dem Raben. Aber bevor wir... Lass uns erstmal da hin. Ich glaube, wir müssen wahrscheinlich eh da hoch. Apropos Rabe, können wir... Jawohl. Was siehst du, alte Freundin? Ja, okay, das war falsch. Sekunde. Den wollte ich doch. Was ist das? Keine Ahnung. Ah, ich glaube, ich hab's gut. Okay, wir müssen ja hier hoch. Hinter Thors Hammer liegt was. Kommen wir von hinten da dran? Nee. So, das heißt, wir müssen da hoch. Mhm. So, aber. Diesen Wachen entgeht nichts. Außer wir fliegen direkt mal da hoch. Können wir es probieren bei 30 Sekunden? Okay, hier wollte ich nicht landen. Bin einen zu hoch. Oh shit. Ja, sehr gut. Das ist ja eine geile Fähigkeit mit dem Raben. Das ist ja cool. Okay, kannst loslassen. Das ist ja geil. Dieser Edelstein sieht wertvoll aus. Teil eines Tagebuchs. Das war wohl ein ziemlich dummer Einfall. Ich hielt mich für so klug, als ich mich hier oben versteckte, um Muspels Volk auszukundschaften. Nie hätte ich erwartet, dass sie den Grund mit ihrem Feuerschlamm fluten. Jetzt kann ich nur entweder hier bleiben oder hinunterklettern und bei lebendigem Leibe verbrennen. Großartig. Ich bleibe wohl fürs Erste hier. Ein paar Tage sollte mein Wasser reichen. Hoffentlich ziehen die Riesen weiter und nehmen ihr Magma mit. Dann kann ich vielleicht fliehen.
Hep. So. Dann wollen wir mal ein bisschen den Scharfschützen raushängen lassen. Alter, der bewegt sich zu schnell. Rum. Boom. Zack. Noch einer? Das Problem ist nur, ich habe nicht genug Kraft, um hier wegzukommen. Scheiße. Und jetzt? Komm, weiter Sprung, das passt schon, oder? Boah, gerade so. Gerade so. Ah, die Kraft habe ich schon, genau. Oh, das ist noch einer. Da war noch einer. Ja, und der ist auch wieder voll. Das heißt, ich hätte. Ja, war klar, dass noch irgendwo einer sein musste. Ich habe ihn aber nicht gesehen. Na, macht nichts. Wunderbar. So. Gehen wir hier zum Aussichtspunkt. Oder? Warte mal, stopp. Halt. Nee, machen wir nicht. Wir gehen hier rüber. Wir machen erst. Gullinmar. Schauen wir uns erst hier um. Dann gehen wir. Moment. Dann gehen wir zuerst hier rüber. Dann rufen wir unser Boot, machen hier den Raubzug. Und dann gucken wir mal, ob wir noch Zeit übrig haben oder nicht. Wo ist mein Feuerwolf? Oh, okay. Hier habe ich wieder. Ach ja, wie sie zünden denn? Okay, zeig mir, was vor uns liegt. Das ist. Aber hier haben wir wieder den. Oh. Von mir aus. Das Vieh ist auch cool. Also mit der Rahmenfähigkeit, das war ein Glück gehabt in dem Sinne. Wie kann man also. Wartet mal, wenn man die so. Was haben wir denn noch für Fähigkeiten? Vielleicht das. Ah, ist versteckt, ja? Unbekannt. Okay, das heißt, ich muss die erst finden. Sonst hätte ich geguckt. Du bleibst mal hier. Und wir. Flieg, Freundin. Müssten da rüberkommen. So, ich kann auch einfach da hochklettern. Ja, und ich kletter jetzt, ich flieg nicht hoch. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir so schnell wie möglich die zweite Leiste. Oh shit. Und tschüss. Kann sein, dass ich eigentlich stark bin hierfür. Oh. Okay, wenn ich den richtigen Kopf treffe. Odin-Rune einsetzen. Gleich habe ich. Überraschung.
Aua. Das Spiel ist aus. Ja, mach doch. Strecke deine Flügel, Sünen. Ja, das heißt, ich muss... Okay, das heißt, ich brauche die Feuerfähigkeit hier. Gut. Los. Oh, wir haben Helm. Feuerhelm. Komm, raus da, raus da, raus da, raus da. Wunderbar. Alles mitnehmen. Eine Laute. Ah, hier können wir... Genau. Au. Das hat wehgetan. Egal. So. Also mal gucken. Hier sind wir. Hier gibt es noch einen kleinen... Gucken wir mal eben, ob wir den auf die Schnelle finden. Was ach, siehst du da oben? Das ist da oben. Moment. Das heißt, wir gehen da hoch und darüber dann. Ja. Wunderbar. Okay, so viel zum Thema ist hier oben. Der ist also irgendwo hier runter. Ich glaube, durch das Fenster können wir, glaube ich, rein. Weil die Tür da ist. Oh. Hm. Ja, ja, ja. Perfekt. Nee, da komme ich nicht rein. Oh, ist auch zu. Warte mal. Da, ah, andere Seite. Okay. Von der anderen Seite kommen wir rein. Hier ist die Truhe. Gedanken eines Wächters. Zuerst sahen wir sie in der Ferne, wie sie auf ihren fliegenden Felsen standen. Nun sind sie auf dem Hügel angekommen. Der Boden blutet brennenden Schlamm, wohin sie auch treten. Bald schon, so fürchte ich, werden sie die Brücke stürmen. Gegen solche Feinde können wir nichts ausrichten. Ich bete nur für einen schnellen Tod, statt eines Lebens in ewiger Knechtschaft. Ja. Der Fächer ist voll, okay. So, dann holen wir uns jetzt den aus, das... Und den Aussichtspunkt und dann nehmen wir unser Schiff. Oder vielleicht machen wir es mit dem Schiff auch erst beim nächsten Mal. Weil die Zeit, die rennt schon wieder. Weiter nicht. Ach ja, ich bin noch. Da wachsen überall diese Blumen, das ist gut. Kann man es wieder auffüllen. Was ist das? Ah.
stimmt etwas nicht. Das ist ein Fluch. Ach Gott, das gibt's ja auch wieder. Boom. Zeig es mir. Da oben. Ja. Das wandert. Das Land kann wieder aufatmen. Wunderbar. Die Himmelshalter. Wer sonst könnte die Kraft besitzen, die Enden der Himmelskuppel festzuhalten? Wer könnte mächtiger oder erhabener sein als Austri, Vestri, Nodri, Nordri und Sudri? Diese mächtigen Helden halten den Himmel aufrecht, geschaffen aus Ymirs Schädel als Beweis für ihre kolossale Stärke. Okay. Was ist denn das für ein Zeichen hier? Das hier. Warte mal, Legende. Jütun. Ach so, dass die. Okay, ist die Fäule. Ist es ausgegraut? Weil. Nee, ist nicht ausgegraut. Aber dürfte doch jetzt gar eigentlich nichts mehr sein. Was haben wir auch gemacht? Ja. Gut. Wo ist unser Aussichtspunkt? Da. Hinter uns, Moment. Da oben. Da oben glitzert noch irgendwas. Damit kann ich Heidmars Fluch schwächen. Ah, ich muss die erst. Okay, ich muss die einsammeln. Gut zu wissen. So, mein Aussichtspunkt ist da. Das heißt, wir fliegen. Oder auch nicht, weil ich komme nicht so hoch. Oder? Hui, das war knapp. Sah nicht ganz genau da gelandet, wo ich hin wollte. Schaut euch mal die Wurzel an. Wow. Blut oder Lava getränkt. Das ist ja cool aus. In Ordnung. Ich würde aber sagen, Freunde, das war's für heute. Beim nächsten Mal machen wir dann als erstes. Hier so einen Raubzug. Ach, schaut mal, hier ist die Zuflucht. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Dann machen wir den Raubzug hier. Und dann gucken wir mal weiter. Was ist das hier eigentlich? Warte mal. So ein Helm. Was ist der Helm? Runter, 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 runter. Hier. Ein Erwählter. Ah, ja. Yeah. Gut, den holen wir jetzt auch noch irgendwann. So, das beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Heute war's das.
Wir machen beim nächsten Mal weiter. Bis dann und ciao.